So, ja, wie ihr hört, bin ich mit dem Matthias verbunden, hier vor mir, mit der Super Duke. Haben uns gerade ein bisschen gekuppelt. Er hat ein ganz altes Sena. Und danke Stefan vom Tortlab, danke Matthias, GT Matze, für euren Tipp, denn so hat es funktioniert, über Handykupplung. Wunderbar. Ja, guck mal. Boah, du hast Abgase, ne? Die drücken dir da hinten ins Gesicht hier. Ja. Der ist noch schlimmer. Alter. Ja, wir sind jetzt letzte Woche mit einem Kollegen gefahren, der hat eine ganz alte Honda CBR. 1000er, eine ganz alte. Baujahr 82, glaube ich, oder sowas. Hast du gesagt 86.000 oder 186.000 hat die schon gelaufen, ne? 286.000. Ja. Und der schmeißt auch mal so einen Rotz raus, ne? Wenn du hinterher fährst bei dem. Okay. So, ja, hast du ja Sena aufgeladen, oder? Ja, mein Sena ist aufgeladen. Gut, okay. Wenn ich mal so Bescheid sage, Hermann, dann müssen wir nachher zwischendurch mal nochmal dann bei mir aufladen hier, der Powerbank. Boah, ey, bin ich hier boah, voll die geilen Kurven jetzt gleich. Ja, da oben, ja schon an auf dem Navi? Ja, ja, klar, da oben kommt eine ganz spitze Rechtskurve hier, die geht 180 Grad rum, ganz rum. Ja, kannst du auch sehen mit dem Bass, das merkst du sofort, wa? Ja. Vorteil, wa? Das ist so Österreich. Nächstes Jahr fahren wir hin, 10 Tage. Nächstes Jahr 10 Tage Österreich wahrscheinlich. Ja. Ist doch geil. Ah, ja. Österreich gibt es schon richtig geile Strecken. Ja. Aber das Sena, was du jetzt hast, ne? Von der Sprachqualität her, ja, von der Lautstärke her, ist eigentlich besser als das, was du vorher hattest. Okay. Ja, ich verstehe dich hier auf jeden Fall auch viel besser, finde ich. Hast du Dinger jetzt drin oder hast du Kopfhörer? Ne, ganz normale die Lautsprecher drin. Okay, ja. Und der Kollege vor dir vorne, wie heißt der mit der Gixxer? Wie heißt der nochmal? Yannick heißt der. Yannick. Kann ich mir gut merken, weil der beim TomTom hier meine Sprachansage, der Typ weiß auch ja nicht. diese Straße, die liebst du nicht, oder? Diese Straße fährst du nicht gern, die Straßen hier, oder? Ja. Ich will mir jetzt auch irgendwie nächstes Jahr, lasse ich mir den auch freischalten hier, Quickshifter. Ja, ist ja bei dir 300 Euro oder was, wa? Ja, 390. Nein, also ich höre jetzt seinen Ausruf, wenn du mal Gas gesagt hast. Der rollt dann so richtig. Also Strecke ist schön, ne? Also auch wenn es jetzt so schmal ist, ne? Ja, ist schon schön. Ja, ich guck mir auch immer zwischendurch mal so rum, dass so eine alte Suzuki K7 oder sowas mal für die Rennstrecke oder so, ne? Ja, die hat die Bose ja stehen bei sich, seine alte. Ja. Die hat er immer für schlechtes Wetter genommen. Die war dann schon auch quasi umgebaut, ne? Er hat die wieder zurückgebaut. Ja, genau, so eine schwarze stand da mal, glaube ich, ja, oder? Genau, ja, genau, wollte er 5000 Euro für haben. Die war aber auch auf 200 PS hochgebaut, hochgerüstet. Ja. Und hat er dann für 4,5 verkauft. Also was wäre natürlich richtig geil, ne? Die haben auch richtig Punkt, 185 PS. Ja, also bei mir ist so, also ich hätte schon gerne wenig ABS dabei und 3 Totkontrolle dabei, ne? Und ja gut, das haben die leider nicht. Und wenn ich Bock habe auf so ein Ding, dann WCS 1000 RR, die alte. Ja.
Die kriegst du mittlerweile für 7 Scheine mittlerweile? Ja, 7 Scheine kriegst du die. Ja, musst aber gucken, musst du haben, ne? Also ja, die werden, ja, so, die werden mal so um 9 gehandelt ungefähr, so irgendwie, ne? Ja. Ja, Vorsicht, Straße da vorne gleich. Ich denke mal links gleich, laut meinem Navi, gucken wir mal. Ja, links, ja. Ja. Sehr schön, wenn du mit Navi mitfährst. Oh, mal dem Jannik, gut, ne? Hab ich gemerkt. Am Jannik vorbeifahren, ja. Jannik, Jannik. Ja, der hatte ja vorher die Doppel-R, die in schwarz, die neue. Die BMW oder was, ja? Ja, genau. Okay. Oh, Charanga. Ah, nee, ach, du bist das, du hast alle überholt, okay. Das war kleines, aus. Kleines Rennen hier. Ja. Also ich würde jetzt hier rechts fahren wollen mit meinem Navi, aber er fängt dann aus, okay. Okay. Ah, das sieht schöner aus. Fahren wir hier rechts. Aha, okay. Also manche Kurven, die sind als gefährliche Kennzeichen, die hier sehen aber harmlos, oder? Ja. Sieht schön aus hier. Ja. Also schöne Strecke bis jetzt, ohne Scheiß jetzt. Also ich bin da schon oft hingefahren, da wo, ja, wir, da wo wir jetzt hinfahren, und meine Streckenführung, die war einfach ein bisschen doof. Also die ist super hier. Hoffentlich merkt er sich das jetzt so auch mal hier, mein Navi. Weil mein Navi lernt immer aus den Strecken, die ich fahre. Okay. Navi schlägt mir was vor und ich fahre anders und das Navi merkt sich das. Das Problem ist jetzt, ich habe ein neues Handy hier. Ja. Und jetzt die ganzen alten Sachen, die ich gemerkt habe, sind alle weg. Jetzt muss ich auch mal wieder, jetzt muss ich wieder alles wieder so ein bisschen abfahren hier, dass er die Strecken wieder kennenlernt. Ja. Kurve 30. Tempo 30. Aber so schlimm ist die Kurve gar nicht. Ich verstehe das nicht hier. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Sieht doch nichts hier. Nein. Oh mein, Navi zeigt mir auch an, dass die Kurve nicht schlimm ist, oder? Ja. Ja, warum hat er die Doppel-R weggetan, Jannik? Nochmal bitte? Warum hat er die Doppel-R weggetan? Die hatte schon irgendwie, glaube ich, 20.000 gelaufen und er war unzufrieden damit. Okay. Hat er ständig Elektronikprobleme gehabt. Okay, ja gut, okay, dann ja, habe ich da so auch keinen Bock drauf. Ne, das ist auch verdammt teuer dann, ne? Sebastian redet sich schon auf hier vorne, weil er gerade gebremst hat, war ja alles frei, oder? Ja. Er gibt das MT10 da. Ja. Das Ding hat auch 78 PS, das Singen. Da kommt er! Also mein Navi möchte 500 Meter rechts rein hier, mein Navi. Mal gucken, ob er auch hier rein möchte. Ja. Oh, das, ja, will er. Recht, ja. Schön, wenn man reden kann, wa? Ja, vorhin, da wollte man gerade ausfahren, er fährt einfach links und macht keinen Blick an vorhin. Das war geil. Ja, ich denke mal, ich habe auch gerade den Motor mal drauf gehabt bei mir. Und ja. Ich finde die Übersicht nicht so schön wie jetzt beim TomTom hier. Okay.
Das Tom zeigt ja immer schön an der Leiste rechts alles an und so weiter und sagt ja auch, wann er abbiegen muss und so weiter. Und das ist beim Kalimoto. Ich ja, das habe ich auch auf dem Handy drauf, Kalimoto. Ja, ich finde auch vom Bild her nicht so klar wie jetzt TomTom. Ne? Okay. Du musst genau hingucken. Du brauchst schon ein großes Handy wahrscheinlich. Boah, lange Linkskurve gleich. Ein bisschen Abstand halten hier. Jetzt. Ah, aufgeholt, schade. Aber jetzt baut die GWG ja erstmal, ne? Schön fleißig. Ja, jetzt baut die GWG auf dem Sportplatz. 68 Wohnungen. Ja. Verrückt. Ich glaube irgendwie 10 Doppelhaushälften, glaube ich. Ja. Und dann so Dreierhäuser, wo immer drei Parteien drin wohnen. Ja. Da hast du eine Wohnung mit 60 Quadratmeter. Ja. Ah. Ja. Oh, links, bleib hinter, bleib dahinter. Links, 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 links. Links, 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 links. Denkt er sich auch gerade, warum haben die überholt? Ja. Gut, dass er einen Blinker reingehauen hat hier, ey. Alter Schwede. Hätte er nicht geblinkt, wäre es eng geworden, oder? Ja, das war eng. Dann wäre ich den draufgefahren hier. Und das ist das, weiß ich nicht, also er hat wahrscheinlich aufgepasst, ne? Weil mein Navi hier sagt mir ganz jetzt schon Bescheid, ja, dass wir jetzt erstmal hier schön geradeaus fahren müssen, so ein bisschen hier. Ja, okay. Und dass wir dann erst irgendwann in so und so viele Kilometer abbiegen. Ne? Ja. Es geht jetzt 1,5 Kilometer geradeaus hier, laut meinem Navi. Und das weiß ich jetzt schon, ne? Wenn ich das weiß, dann weiß ich, okay, dann überhole ich nicht mehr, oder? Ja, ja, klar, das siehst du ja. Ja. Und bei der GS hast du es Navi direkt vorne vor Kopf eigentlich, ne? Du siehst es eigentlich noch besser normalerweise. Ja. Steine in der Kurve, aufpassen. Ja, die Frau ist ein bisschen genervt, glaube ich, hier. Von ihrem Mann. Das liebe ich ja, ne? Wenn die diese Gesichter ziehen, wa? Ja. Du denkst dir, ja. Ja, wir fahren jetzt zu so einem Biker-Treff, fahren wir jetzt. Bikers Rastattenfeld. Da waren wir beide noch nicht gewesen. Das ist doch, da waren wir beide schon mal. Da waren wir schon mal, wir beide. Genau. Da haben doch, wir, da waren wir schon mal. Da haben wir Schütze gegessen. Weiß ja. Ich noch. Aber das war so klein, so dünn. Das, ne? Das werde ich heute nicht bestellen, wenn ich da esse. Ich weiß nicht, ob wir da essen, keine Ahnung. Oder ob wir da nur eine kurze Pause machen. Weil da treffen wir dann noch die anderen, weißt du, die mitfahren wollen noch. Ja. Der eine, der Stefan, ich weiß nicht, ob er mit seiner H2 kommt. Okay. Der hat ja von Cover die H2. Ja. Der hat eine MT-01 hat er noch und der hat eine VFR, eine Honda. Anders der viele Moped. Ja, aber alles so Motorräder, die sich im Laufe der Jahre vom Wert her steigern, weißt du? Das heißt, für die H2 zum Beispiel bekommt er jetzt mehr Geld, als er damals bezahlt hat mittlerweile, ne? Ja. Die will er mich auch noch mal fahren lassen, mal irgendwann. Ja, die H2. Ja, genau. Mit Kompressor. Ja, kriegt er da richtig gut drauf aus. Ja, auch das muss passen. Ne? Also wenn ich mal so ein Ding holen sollte für die Rennstrecke, so eine Rennmaschine, dann möchte ich da nicht wie so ein Affe drauf sitzen. Ne? Ja. Immer wieder einer bei uns in die Gruppe rein hier, bei Facebook, in die Yamaha MT10 Gruppe. Er hätte so ein Steiftreten mitgemacht jetzt. Ja. Ob das normal wäre mit dem Buchspoiler, den ich auch habe, dass der unten recht schleifen würde. Ich so, ja. Ja. Das ist ja das gleiche Problem. Und dass die Fußrasten immer raussetzen würden. Ich so, ja. Ja, das ist schon scheiße eigentlich, ne? Ja, ich weiß. Ja. Ich war mal überlegen, es mal höher zu legen.
Gibt es so einen Satz dafür? Da hast du so 3 cm höher. Sieht von hinten wahrscheinlich richtig geil aus, aber die Fahrdynamik ist wahrscheinlich für den Arsch dann wieder, oder? Ja, das stimmt. Also möchte ich gerne wissen, was ist, wenn ich mir die Dinger unter der Fußrasten abmache, weißt du, die Schleifer? Weißt ja. du mal? Ja, aber ich habe ja bei mir noch das, das 20S bei mir. Das du, hast, ja. du, hast du ja auch schon mal gehabt. Und genau, das fand ich echt gut. Und das von werde der Qualität ich, her. Und das werde ich auch nie wegtun. Das werde ich vielleicht sogar mal irgendwann für mich nehmen. Ja. Das ist eins der ersten noch. Da haben wir richtig viel reingebaut. Und Christian hat das Nachfolger mit. Oh, ist scheiß Kurven. Oh, merkst du das, die Wellen hier? Ja. Ist das bei dir im Reifen oder geht das bei dir? Nein, das geht eigentlich. Also mein Ding verletzt sich so ein bisschen hier. Ich wackel schon so, schäbe so ein bisschen drin hier. Du auch, oder? Alter Schwede, Sebastian, hast du gesehen? Ja. Ja, das merke ich ja auch hier mit den Reifen hier, ne? Die Straße hier. Ja. Hat die bestimmt mit Absicht gemacht hier. Das meinte ich ja gerade, oder? Knapp. Da hat sich Sebastian gerade so ein bisschen vertan, oder? Ja. Hat ja auch kein ABS mit der Maschine, oder? Ja, gar nicht, das hat er ja da dran. Ja, aber er hat die Erfahrung, ne? Er lässt dann los und ja, licht. Ja, das ist ja gut, dass er die Erfahrung hier nicht hat, ne? Er lässt dann los und licht ihn dann rein, oder? Ja. Aber das habe ich gerade den Kurven gewerkt bei mir, so ein bisschen so wum, ne? Also wenn du da drin gewesen bist, der ist nicht ausgebrochen, wo? Aber der war am Arbeiten, oder? Ja. Das war bei dir aber auch jetzt gewesen, ne? Oder? Ja. Ah, ja. Voll am Arbeiten. Ja. Nein, ist für mich aber wichtig, so wegen Reifen, weißt du? So seit gestern ist der Reifen, das ist ja nicht so ein bisschen empfindlich, was Spuren angeht. Also so, okay. So Risse. Wenn du so wie hier alles freier ist, alles gut. Aber so die letzten 500 Kilometer jetzt, die ich jetzt hier mitgefahren bin, fängt er an so ein bisschen in seinen Grenzbereich zu kommen, glaube ich. Aber er ist ja eh jetzt fertig, ne? Kommt jetzt eh neuer drauf. Ja. Die Woche jetzt. Also nicht wundern, wenn mein Moped bei Bosi steht. Ja. Diesmal kommt neuer Reifen drauf, vorne, hinten, alle beide sind fertig. Aber geil, ey. Ja. 7000 Kilometer. Ja, freuen wir, dass er so lange hält. Ja, und guck mal, letztes Jahr habe ich mir bei Gregor den Conti draufgehauen, ne? Ja. Und der hat ja schon lange gehalten eigentlich. Und jetzt der 7000, also. Ja. Alles gut. Da ist so im Jahr immer 20.000 Fahrer eigentlich, dies Jahr wahrscheinlich nicht. Brauche ich dann 2 Sätze. Ach rein. Guck mal, früher habe ich eine Saison habe ich mal 6 Sätze gebraucht. Wie ich noch die Sportreifen hatte. Ja. Hammer, ey. Wahnsinn. Das war auch doof, hier ist rechts, ne, jetzt nicht rechts vor links. Ja. Ja, ist doch schön. Da hast du 2 Sätze schön hier und ohne Scheiß jetzt. Ja. Jeden Morgen bei mir in der Garage Luftdruck prüfen, wenn ich fahre. Ja, hab ich auch. Dann an der Rennstrecke, wie wir es gemacht haben, runter damit, wa? Ja. Und die Reifen, die halten wirklich länger, die Reifen dann, wenn du das ständig beachtest. Wenn ich jetzt weiß, ich fahre mit dir, dann gehe ich weiter runter mit dem Luftdruck. Fahrst du in der Gruppe, lass ich nur ohne Luftdruck. Du weißt ja vorher schon, mit wem du fährst, oder? Ja. Ah, und letzten Sonntag war grenzwürdig. Das war so langsam letzten Sonntag. Das war einfach nur eine entspannte Fahrt mal irgendwo.
als die Autobahn. Und unter uns. Snirr, snirr, snirr. Was haben wir denn da? Eckenhagen. Ja, aber so schöne Route bis jetzt. Also, ne? Und ja, auch schönes Tempo. Hätte nicht gedacht jetzt hier. Ja, ich auch nicht. Der Kitzel da alles raus aus der alten Karre. Ja, aber er meinte ja, er will den Motor eh tauschen. Er hat einen zweiten Motor zu Hause rumfliegen davon. Ja. Weil der dritte Gang wohl irgendwie hakt bei dem Motor. Ist wohl irgendwie so eine Krankheit von dem Motor. Fährt da rechts ran. Will er nicht, will er nicht, will er nicht. Okay. Dann will er von hinten nach. Dann will er euch alle mal holen gleich. Da hat er keine Chance, glaube ich. So, schön links bleiben hier, damit die Kamera schön rechts filmen kann, ne? Ja. Also musst du mal schön rechts bleiben. Komisch, seine GoPro läuft komischerweise hinten mit Akku. Okay. Weil ich hatte auch, denn die gleiche wie er? Ich hatte mal die Hero 7, die neue, die Black. Ja. Hab mir die für 320 Euro gekauft, weil die dieses Hyper-Smooth hat, dieses Verwackeln und so weiter, die ist total stabil. Okay. Bild ist hammergeil. Aber die ging bei mir mal aus, wie ich die hab als Akku laufen lassen, mit Strom. Und das ist natürlich nicht der Zweck gewesen, ne? Ja. Und bei ihm läuft aber hin jetzt komischerweise mit Akku. Komisch. Ja. Finde ich auch. Aber egal. Ich habe sie dann wieder verkauft für 309 Euro, also 10 Euro Verlust. Ja. Ist auch gut so, weil jetzt im Oktober, jetzt nächsten Monat, kommt die Hero 8 raus. Und dann wollen alle die Hero 7 verkaufen. Ne? Ja. Und, ja, also habe ich alles rechtzeitig verkauft wieder. Eben wohl Glück gehabt. Passte dann. Alles gut. Aber die eine hier aus der Schweiz, die ist geil, ne? Die ging's da, ne? Ja. Hast du gemerkt? Ja. War schon nicht ohne. Da ging es 2 Meter nach rechts bei mir. Ja. Alter Schwede, ey. Da war schon eine gute Bodenwelle. Aber wirklich, oh, kein Hinweis, nichts, gar nichts, oder? Ja. Ja, und Chris ist schon die ganz aktuelle Doppel-R gefahren, ne? Wer? Hier, Chris Pound, der hat die aktuelle Doppel-R schon gefahren, ne, bei BMW. Ja, genau, ja, der hat mal direkt Kontaktdaten nachgelassen. Kann ich auch mal fahren, wie ich möchte, aber also nicht. So, lass mal Tanner durch. Komm mal rechts rüber, hink mal Tanner vorbei, dass der auch mal hin bei ihm in die Kamera reinkommt. Ne, komm mal rechts rüber, jetzt zu mir. Komm mal rüber zu mir. Achso, jetzt müssen wir eh links hier. Na toll. So, ich wink mal vorbei, du auch, dann kann er mal hinter ihm herfahren. Ja. Komm weiter jetzt. Komm. Sebastian, lass mal hinter uns. Ja. Der stinkt so, hinten raus. Ja, genau.
wieder. Die beiden, die haben sich eine Kurve. Ja. Wir sind klein. Wir sind Kopf auf dem Boden. Ja, wir fahren es schön gemütlich hier, weißt du, drücken am Lenker ein bisschen hier, oder? Ja. Mit unserer Maschine und die beiden haben sich jetzt. So geil, ey. Ja, aber ich kann nicht mitreden. Also ich bin noch nie so ein Ding gefahren. Ich bin noch nie so ein Sportler gefahren. Noch nie. Bitte nicht. Also ja, die muss ich noch Probe fahren von Yannick. Also weil ich denke mal, dass du automatisch mit reingehst, dass das viel geiler ist, ne, als mit dir jetzt hier, ne? Ja, musst du einfach mal ausprobieren, ne? Ich denke mal, dass ich dann ganz schön mit Knie unten wäre, vom Gefühl her, glaube ich. Ja. Weil du eine ganz andere Haltung hast, oder? Ja. Ja, du kannst ja also eine bessere Kontrolle auf dem Vorderreifen, ne? Ja. Wobei ich wirklich sagen muss, vom Fahrstil her, rechts hier, vom Fahrstil her, mit dem Vorderreifen bei mir jetzt, ich hatte ja nie so auf Kante großartig gekriegt, ne? Oder ich hatte, ja. Das war immer viel Platz und seitdem ich mich ein bisschen mehr reinhänge und vorne am Oberkörper reinlege so ein bisschen, ja. Ist der Ruckzuck auf Kante vorne, ne? Ja. Also jetzt bei dem jetzt hier, bei dem Rod 5, den du hast, da war es nicht ganz möglich. Da hast du immer noch eine ganz, ganz kleine Kante, minimal. Ja, hier bei mir auch. Ja, das schaffst du vorne nicht, das geht nicht. Nee. Hinten war ja schon schwer, da runterzukommen am Anfang, oder? Ja. Aber wenn du einmal unten warst, dann geht's, oder? Komischerweise, oder? Ja, dann geht's. Ja. Ist so geil hier, das ist wie Kartfahren hier. Ja. Ja, beide dieselbe Helme, oder? Alle beide, ne? Ja. Sehe ich jetzt erst, wo sie vor mir sind. Habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet. Aber die beiden fahren auch öfter zusammen, ne? Die, denke ich mal, ne? Was denn? Die beiden fahren auch öfter zusammen, oder? Ja. Ja, ist auch vorbeigefahren, ja. Ich meine, kostet nur Geld, glaube ich. Also auf jeden Fall auf der Straße hier, Vorsicht. Holzklotz. Oh, unterlich. Alter Schwede, ey. Ein Kral vom Anhänger oder oh, so. Ey. Am liebsten hätte ich die angehalten, den Kerl weggeräumt, oder? Ja. Ey, alter Schwede. Ja, das ist echt gefährlich, auch wenn du mit dem Auto drüber fährst. Ja, klar. Oh, du hast einen Mofa-Fahrer vor dir irgendwie, guckst du nicht, überholst den oder schnell ja. Raus? Ja, hast du keine Chance. Umleitung für Motorradfahrer. Ja, ein Schild für Motorradfahrer. Ach nein, ey, nicht schlecht, ey. Ja, damit die Strecke umfährst wahrscheinlich, wa? Ducati. Jetzt ist die Umleitung bestimmt noch viel geiler hier. Nein. Ich denke mal, das ist so eine Strecke hier wahrscheinlich. Das ist hier kommt es runter dann da vorne, ne? Ist wahrscheinlich so eine richtig geile Strecke hier. Von daher ist die Kumpfe nach oben, wa? Ist ja, das sieht geil aus. Ja. Und glaub mir, die hängen hier am Telefon, direkte Verbindung, weißt du? Ja. Und die werden da bestimmt noch abends herfahren. Boah, geil, ey. Geil, ja. Geile Strecke, das hätte ich nicht gedacht hier. Das geht genauso weiter, aber Autos vor uns, schade. Das hört nicht auf hier, alles Kurvengleiche. Ja. Verdammte Scheiße. Ein schöner Belag hier. Ah, Scheiße. Jetzt kommt eine lange Linkskurve dahin, die wäre schön gewesen, jetzt hier seit kommt gleich. Die ist schön lang gezogen. Die wäre perfekt gewesen jetzt hier. Geht richtig schön lang rum hier. Das ist eine Kurve fürs Knie hier, glaube ich. Ja. Geile Kurve. Dann geht's so weiter. Keine Endkurven mehr jetzt hier großartig, aber. Ja. Aber schon kurvenreich. Aber ich verstehe nicht, hier ist 100, ne? Also. Ja.
scheiß Tiguan da vorne. Aber ich denke mal, links dahinter, der ist auch nicht viel anders. Der wird wahrscheinlich auch gemütlich fahren mit seinem Cabrio da. Ja, die Gigs haben wir heute vorgefahren. Ja, wenn du so siehst, die BMW, also mit der kannst du sportlich fahren, ja, und ich sag mal, irgendwann, wenn du das höhere Alter hast, ja, du kommst nicht rum, glaube ich. Du kannst natürlich Spaß haben, du kannst dir da ja auch links draufziehen, ne? Sag mal, jetzt hier bei motorrad.de, ja, da hatten die ja auch den Angel GT 2 drauf, ne, auf der, ja, auf der BMW. Also du bist da auch Sportreifen draufgezogen, ne? Du musst nicht diese Tourenreifen haben, also ich glaube, ich würde mir auch Sportreifen draufziehen, glaube ich, also hier so Touren-Sportreifen. Ja. Und nicht dieses Stollenprofil, ne? Das will ich mich draufpacken, glaube ich, weiß ich nicht. Würde ich auch so machen. Weil ich genau weiß, dass ich nicht durch den Acker fahren muss oder sowas. Ja. Wenn du mal über die Wiese fährst, kannst du auch mit diesem Reifen machen hier, ne? Guck die Kurven an hier. Ja. Alter, hier ist 100. Das ist eine geile Strecke hier. Hey, hier ist 100. Aber diese Rente werde ich wohl nie haben, diese Rente. Nein, ist so. So. Nur links gehoben hier. Kannst das Bein draußen lassen hier. Ja. Zack. Blipper. Es ist so geil. Ja, du musst den Blipper verstehen. Hier, das ist ein nachträglichen. Aber da macht er richtig Spaß dann. Weil, du musst immer anbremsen und dann kannst du runterschalten. Ja. Wenn du nicht bremst, musst du Gas senken, damit er runterschaltet. Okay. Also wenn du am Gas hängst, reagiert er nicht. Der Blipper. Aber ist ja auch logisch, ne? Wenn du runterschalten willst, willst du auch Gas wegnehmen, ne? Ja. Oder du bremst dich in eine Kurve rein und während du bremst, schaltest du runter. Ne? Genau. Das ist so geil, so bumm, bumm. Ey, geil. Ja. Und du merkst richtig, wie butterweich das geht dann. Das tut dem Getriebe auch nicht weh. Das merkst du richtig. So, ich würde sagen, links hier vorne gleich. Chris, hier musst du links fahren. Hier musst du links fahren. Okay, da fahren wir geradeaus. Da fahren wir hinten rum. Okay. Noch 6 Minuten. Sind wir da? Ja. Yep. Plattenfeld. Erholungsgebiet. Miau! Nee, aber du kennst das ja, wir sind ja schon da gewesen und das ist das Holländer, der jetzt führt mittlerweile. Das ist ja. Okay. Und ich bin jetzt unter der Woche mal da gewesen und die machen nur am Wochenende auf. Okay. Das war schon recht komisch dann. Ja. Aber darum, so wie jetzt Diemelsee zum Beispiel, kannst du immer hinfahren. Die haben immer auf am Diemelsee, da kriegst du immer was. Ja. So. Mal hier rechts normalerweise. Ja. Geht einmal rechts hier. Ja, also er hat vom Kollegen die Strecke eingegeben bekommen, vom Kollegen Chris. Okay. Ja. Über Kalli, hat Kalli zugeschickt. Und er fährt hier gerade genauso ab. Aber Kalli ist immer so, wenn durch, ne? Okay, da fahren wir dann. Wenn du die Strecke verlässt, die Strecke. Ja. Oh, jetzt ist er dran. Dann schafft Kalli das irgendwie nicht, das damit nachzuarbeiten. Irgendwie. Dann dauert, braucht das sehr lange dann. Ne?
So, die fahren jetzt alle zum Biker-Treff. M207, genauso ja. Genau mit der Scheibe wie Sarah, die ja. Freundin von Chris. Das sieht auch scheiße aus bei ihm hier bei Tanach hier vorne. Mit dem Kabelbaum, der sich da gelegt hat. Ja. So, jetzt geht's halt links hoch hier. Jetzt fährt er bestimmt gleich vorbei, ich bin gespannt. Jetzt geht's hier. Hier oben ist der Biker-Treff gleich. Auch eine R1 oder R6, glaube ich, weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall Ducati war dabei. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt fährt er bestimmt geradeaus. Muss er da oben gleich links sofort. Ah, oh, guck mal, die anderen sind ja wieder da, anderen winken gleich wieder. Aber wenn er zügig schnell ist, fährt er geradeaus weiter. Fährt er vorbei? Nein, er hat gesehen. Er hat reingeguckt. Hier ist aber schon mal los, ey. Ja, das ist normal immer hier. Ich lasse hier vorne, wir drehen mal hier vorne. Ja. Was haben wir hier, denkst du jetzt schön hier? So, ja, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid hier. Heißt der Thomas. Der Stefan. Ja, hier sind wir bei Bikerast Dattenfeld gerade hier. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Abo wäre auch ganz toll. Und ich sag mal, bis demnächst. Euer Makomak. Ciao.